Als Jesus kurz vor dem Verdursten war, gab man ihm, nein Kevin, nicht Wodka Red Bull, sondern Essig. Wer kam jetzt auf die Idee, dass es gut sei, Essig zu trinken? Moment, 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 was passiert da überhaupt? Also zuerst wird er vergoren. Ja? Kennen wir alle von Früchten, ja, wenn Zucker zu Alkohol wird. Dann wird er durch Acetobacter, ja, Acetobacter ist ein bestimmtes Bakterium, der Name kommt von Acetat, ja, weil Acetat ist das Anion der Essigsäure, deprotonierte Essigsäure, daher der Name. Genau genommen ein Sauerstoffmolekül wird addiert, ja, zu einer Carbonylgruppe und Wasser geht raus, wird abgespalten. So entsteht die Carboxylgruppe, das heißt die Säuregruppe, in Anführungsstrichen sage ich mal Fettsäure. Genau genommen wird Sauerstoff aus der Luft gebunden bzw. addiert und durch eine Doppelbindung angefügt. Schon damals benutzte Hippokrates 460 vor Christi Oxymet, das ist ein Gemisch aus Honig und Essig, zur Behandlung von Wunden. Neuesten Studien zeigen hingegen, dass eine antibakterielle Wirkung ausschließlich bei Lebensmittelkonservierung beobachtet wurde, nicht allerdings bei Menschen. Aber selbst da sieht man, dass Zitronensaft fast die gleiche Wirkung hat, hier ein Beispiel zum Beispiel mit Salmonellen getestet. Das Problem ist, dass Keratinozyten, das heißt Zellen der Wurzelscheide, der Haarfollikel oder Fibroblasten, das heißt Zellen des Bindegewebes, bereits bei einer Konzentration von Essigsäure bei 0,05, nochmal, bei einer Konzentration von 0,025% Schaden nahmen. Wobei die Essigsäure, ja, da in dieser Konzentration, wenn man unter diesen Schwellenwert ging, keine Wirkung auf Erregerhemmung zeigte, wie zum Beispiel E. coli oder Staphylococcus aureus, die häufigsten Erreger. Damit macht das ganze Konzept überhaupt keinen Sinn zur antibakteriellen Wirkung. Auch wird behauptet, es wirkt gegen Warzen, Läuse und Nagelpilz. Nur gab es hier noch nie eine Studie, die das auch nachweislich bewiesen hat. Von 7 Mitteln, die getestet wurden, darunter unter anderem auch Apfelessig, war dieser die schlechteste Alternative gegen Läuse. Bei Warzen konnte letztendlich doch eine Wirkung vermerkt werden, doch wenn man es von 99% Essigsäure sprach, was aber leider sehr fern ist von dem herkömmlichen Apfelessig und damit nicht zu vergleichen ist mehr. Sehr spannend, dass behauptet wird, dass Apfelessig, Rotweinessig oder andere Essigsorten blutdrucksenkend wirken. Schauen wir uns einmal die blutdrucksenkenden Parameter in einer Studie an. So sehen wir, dass Angiotensin 2, ja, Angiotensin 2 ist das Hormon, welches geblockt wird, wenn die Ärzte ACE-Hämmer verschreiben. Ja. Denn ACE heißt nichts anderes als angiotensin-konvertierendes Enzym. Das heißt, dieses Enzym wird gehemmt, welches Angiotensin, ja, konvertiert, das heißt umwandelt, ja, in Angiotensin 2. Das heißt, Angiotensin reguliert deinen Blutdruck. Das wissen wir jetzt. Und er reguliert ihn dementsprechend nach oben oder nach unten. Wenn Angiotensin jetzt aber gehemmt wird, dann sinkt der Blutdruck. Ja, genau das will man erreichen, wenn es geblockt wird, daher ACE-Hämmer. Anscheinend wird dieses tatsächlich hier gehemmt im Vergleich zur Kontrollgruppe, wenn Essig oder Essigsäure konsumiert wird. Doch sieht man, dass normale Essigsäure, ja, sogar noch höheren Einfluss hatte als der Apfelessig. Das heißt, dieses ganze Hype um den ganzen Apfelessig oder sonst was, du kannst auch ganz normal die Essigsäure konsumieren, gleiche Wirkung bzw. stärkere Wirkung. Wenn man das jetzt einmal in Graphen abbildet, ja, dann sehen wir hier und den Mittelwert der beiden Graphen bildet, dann sehen wir, haben wir eine Blutdrucksenkung auf 164 zu 165, dementsprechend Apfelessig gegen normale Essigsäure. Das heißt, da tut sich wirklich rein gar nichts. Ja. Die haben die gleiche Wirkung. Vergleich zur Kontrollgruppe 186, was schon signifikant merkbar niedriger ist, ja, in der Säugetierengruppe. Genau genommen gibt es das aber nicht einmal in einer menschlichen Studie bewiesen. Also habe ich mich mal etwas schlau gemacht und gesucht und gesucht und ich konnte auch keine finden. Bis auf eine neueste Wieder-Säugetier-Studie von Ende 2016. Und hier sehen wir einmal rot die Kontrollgruppe und hier wieder verschiedene
blutdrucksenkende Parameter, ja, zum Beispiel die ACE-Aktivität, ja, oder dieses Angiotensin eben, was den Blutdruck reguliert. Ja. Hier sehen wir in der Kontrollgruppe rot, sind diese deutlich erhöht. So. Und wieder zum Vergleich sehen wir hier der Essig, ja, und die Essigsäure in grün komplett kein Unterschied. Gar nichts. Sie haben wieder komplett die gleiche Wirkung. Ja. Das heißt, es ist nicht wie das Apfelessig, was so gehypt wird. Nein, du kannst ganz normal die Essigsäure konsumieren. Die gleiche Wirkung. Ja. Kein großer Tara. Also, interessant ist aber auch noch, dass der Arzneistoff Nifedipin, ja, dieses, was zur Erschlaffung der Muskulatur verhilft, schlechter wirkt als normale Essigsäure. Das ist wirklich mal wieder, ja. Machen wir mal weiter. In der Nurse and Health Study mit 76.283 Frauen von 10 Jahren Dokumentations, Papierkram nenne ich das mal, wurde letztendlich dann festgestellt, ja, dass die Frauen, je öfter sie Essig und Öldressig verwendeten, ja, das heißt mehrmals die Woche und so weiter, die Mortalitätsraten enorm sanken durch Schlaganfälle oder Herzerkrankungen dementsprechend. Ja. Das wurde extrem nach unten reguliert im Vergleich zu den Gruppen, die letztendlich Mayonnaise oder cremigere Dressings, noch fettigere Dressings benutzt haben. Ja. Was heißt noch fettiger? Ist Quatsch, also einfach nur, ja. Mayonnaise, das heißt, eine andere Fettquellen benutzt haben. Jetzt kann man sagen, hurra, der Apfelessig verlängert unser Leben. Nein, lesen wir mal weiter in der Studie. Ist ganz klar, die Wissenschaftler sind sich einig. Kam das zustande durch den vermehrten Verzehr von Omega-3-Fettsäuren, ja, die in dem Pflanzenöl, das heißt in der Essig mit Pflanzenölmischung dementsprechend vorhanden waren. Wenn wir uns jetzt einmal vorstellen, dass, wenn wir das auch nachgucken sogar, dass in Essig, Apfelessig oder sonst was, 0 Gramm Omega-3 enthalten ist, ist die lebensverlängernde Wirkung definitiv nicht auf den Essig zurückzuführen, sondern die gleiche Wirkung wäre auch verziert, hätten sie einfach nur Öl benutzt in ihren Salaten, Pflanzenöle mit einem günstigen Omega-3-Verhältnis, anstatt dem Essig noch dazu. Das heißt, Essig hier überhaupt gar keine Wirkung gehabt. Trotzdem wird dieses verwendet dementsprechend, ja, diese Studie, um zu sagen, es senkt sozusagen die Mortalitätsraten von Schlaganfällen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, was natürlich hier ganz klar falsch dargestellt ist. Dann wurde Kurosu-Essig, ja, dieses Kurosu-Essig ist ein bestimmter Essig aus Reis dementsprechend. Und da gibt es zwei Studien, die ganz klar gezeigt haben, dass das Krebswachstum an menschlichen Zellen dadurch gehemmt wurde. Hurra, Apfelessig, beziehungsweise nein, hier Essig allgemein hemmt das Krebswachstum. Moment. Also die Wissenschaftler konnten sich den Zusammenhang nicht ganz erklären. Also wurde getestet, das, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, ist Essigsäure nichts anderes als eine kurzkettige Fettsäure. Wie zum Beispiel die Propinsäure, das beziehungsweise Propansäure oder Buttersäure und so weiter. Jetzt haben die Wissenschaftler genau diese getestet, ob diese genau die gleichen Wirkungen haben. Und hurra, sie haben genau die gleiche Wirkung. Es ist nichts Besonderes der Essigsäure. Und genau genommen ist es sogar so, wenn man sich etwas mit der Verdauung beschäftigt, dann sind das genau diese Fettsäuren, die entstehen bei der Verstoffwechselung von den Darmbakterien durch Ballast, also von Ballaststoffen. Weil man will natürlich auch den pH-Wert immer etwas senken, ja, im Darm, damit diese Butansäure und so weiter entsteht. Ja, N-Butyrate nennt man die. Und diese senken dann den pH-Wert dementsprechend so. Dann können natürlich bestimmte Erreger und so weiter in deinem Darm nicht entstehen und dein Darm ist gesund. Und dementsprechend hast du ein gutes Milieu und das wirkt natürlich auf deine Gesundheit auf und auf den Krebswachstum und so weiter. Das heißt, es ist keine sonderliche Form durch den Apfelessig oder sonst was, was sich dazu führt, sondern einfach nur kann das ganz einfach substituiert werden, indem man einfach ballaststoffreiche Ernährung hat. Dann hat man genau den gleichen Effekt. Ja? Also völlig unnütz, ja. Des Weiteren ist es so, dass dieser bestimmte Essig ja hier ganz unterschiedlichen Anteil von Polyphenolen hat, von sekundären Pflanzenstoffen, ja. Und genau dieser Curacao-Essig eben nicht zu vergleichen ist, wie die Wissenschaftler schon sagen, mit herkömmlichen Essigen, ja, wie zum Beispiel Apfelessig oder bestimmten Weinessig oder sonst was. Und diese Polyphenole in diesem ganz bestimmten Essig dazu geführt haben, das Krebswachstum natürlich zu hemmen, weil es gibt fast nichts Stärkeres dementsprechend, was wirkt, ja, auf die Krebszellen wie sekundäre Pflanzenstoffe, ja. Und das ist eben nicht so in Apfelessig oder Weinessigsorten.
Daher habe ich mich noch nie dafür interessiert, Apfelessig als Superfood oder sonst was anzusehen, sondern sehe es ganz rational, völlig unwichtig, sag ich mal. Ja, nicht schädlich oder sonst was, aber auch nicht sonderlich toll. Also, wie es so gehypt wird, ja. Das war's wieder von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich wunderbar über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht das Teilen. Vergesst nicht auf die Glocke zu drücken, damit ihr auch wirklich informiert werdet, wann ein neues Video kommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.